Viele Männer haben ja auch Prostatabeschwerden im Sinne einer gutartigen Prostatavergrößerung, von der man dann ja auch was merkt. Steht das in irgendeinem Zusammenhang mit Prostatakrebs? Ja, es ist so, die Symptome, die Prostatakrebs auslösen können, sind durchaus vergleichbar zunächst erstmal mit den Symptomen der gutartigen Prostatavergrößerung, die nahezu 70-80% aller Männer irgendwann mal im weiteren Alter betreffen. Nämlich das erschwerte Wasserlassen, der Harnstrahl wird abgeschwächt, man braucht längere Zeit zum Wasserlassen, man muss unter Umständen pressen zum Wasserlassen, dass die Blase leer wird. Das können auch Symptome sein, die sich durch ein Prostatakrebs eben hervorgerufen sind, weil die Prostata sich eben auch lokal vergrößert durch den Tumor. Der Tumor drückt dann unter Umständen auch auf die Harnröhre, so wie es eben auch die gutartige Vergrößerung machen kann. Lokal vergrößert bedeutet, dass sie einfach an Ort und Stelle größer wird, aber nicht in Man muss sich das so vorstellen, dass sich eine Art Tumorknoten bildet und dieser Tumorknoten eben auch das Wachstum der Prostata insgesamt mit beeinflusst. Und deswegen ist es eben wesentlich, wenn der Patient zum Hausarzt, zum Urologen geht und sich die Prostata untersuchen lässt, eben auch das genau festzustellen, liegt eine gutartige Vergrößerung der Prostata vor oder besteht der Verdacht auf was Bösartiges. Wie häufig sollte man denn zur Vorsorge gehen beim Urologen? Das hängt vom Alter, vom individuellen Risiko ab. Wir empfehlen eine Basisvorsorgeuntersuchung ab dem 40. bzw. 45. Lebensjahr. 40. Lebensjahr für die Männer, die eine familiäre Belastung zum Beispiel haben. 45. Lebensjahr, das ist das normale Alter, was damit zusammenhängt, dass eben vor diesem Alter selten Prostatakrebs auftritt. Und familiäre Belastung bedeutet das? Der Bruder, dass eben, der Vater? Genau, dass eben Bruder, Vater, Großvater eben Prostata leiden, Prostatakarzinom leiden. Und hier sollte eben vorher, also frühzeitiger, die Vorsorge durchgeführt werden.